mit dem ganzen Krieg hat angefangen. Und dann haben sie uns gebracht zur Zwangsarbeit nach Deutschland. Mein Teddybär, der heißt Franzl. Das ist der jüngste Bruder, Stiefbruder, der nicht mehr lebt. Nur in meinem Herzen. Und mit den Drogen und mit dem Alkohol ist er gestorben. Er wollte nicht hören, nicht auf mich, nicht auf Papa, auf niemanden. Als ob er hätte das herausbeschwört, sein Tod. Und mit Down-Syndrom, dann geht alles langsamer. Und das merke ich selber auch. Aber ich bin damit glücklich. Da waren viele so geboren. Von dieser ganzen... Ich meine, das waren Folgen von dieser ganzen Behandlung hier in Deutschland. Diese schwere Arbeit. Aber wir haben viel Freude gehabt mit Alice. Sie war so ein schönes Kind. Das wäre alles gut, wenn die Männer nicht getrunken hätten. Die durften nicht trinken, sie konnten damit ja nicht umgehen. Wenn man wirklich ganz fest an Gott glaubt, er sieht alles, er hört alles. Weißt du, wo ich demnächst hingehe? In ein Paradies der Transsexuellen. Das ist deine Sache. Guck mal, was der Georg sich selbst genäht hat. Hier. Hat er kein Geld? Guck mal, solche Röckchen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn du das kannst. Ich setz mich hier, da habt ihr jeder mehr Platz. Das ist doch ursprünglich ein Pullover gewesen. Pullover? Hm. Okay. Ich meine das doch nicht. Ich hab dich doch lieb. Hm. Du musst nicht immer denken, dass alle gegen dich sind. Wir haben dich doch lieb. Ich habe auch eine Zeit lang getrunken. Da habe ich so einen Kummer gehabt, weil der Vater, wo er besoffen war, da hat er sich an meine Tochter herangemacht. Er wollte immer nur Sex von mir. Er hat mich kaputt gemacht damit. Und immer wenn ich nach hier hinkomme, dann rauche ich immer für sie eine mit. Weil sie es ja nicht mehr kann.